Amicia, ich habe solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Oh, endlich. Hilf mir mal, das hochzuheben. Ich habe schon was Schweres auf dem Rücken. Ich komme. Hugo, bitte geh wieder runter. Was hat unser kleiner Bruder? Oh Mann. Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an. Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch, sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Oh je. Lukas, die alte Tratschtante. Warum erzählt er sowas? Ja gut, er wird es nicht besser wissen. Aber wir können euch nichts geben. So, siehst du was? Scheiße. Nein, nichts! Hey, Jungs! Hier rüber! Ich brauch Hilfe! Keine Sekunde Ruhe. Keine Sekunde Ruhe. Immer auf der Flucht. Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Mist! Runter! Er trägt einen Helm. Devorantes! Was? Devorantes! Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Mach mir mal was davon fertig. Okay. Gut. Was brauche ich denn? Los, Ziel auf den Helm. Zwei habe ich, das muss erstmal reichen. Schleuder ihm einen Stein an den Kopf. Los! Ich werde dir zeigen, was wir hier mit. Na los, ich erzähle allen, dass ihr euch wacker geschlagen habt. Das geschieht ihm recht. Immer mit der Ruhe. Das ist laut. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? Immer mit der Ruhe. Oh, ich kann den Stein wieder einsammeln. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich kann den Signore jetzt looten. Oh, überall sind die wieder. Da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Weißt du, wo die Schleimsteine sind? In einer der Kisten. Aber da herrscht höllisches Durcheinander. Naja, kann ich mir später holen. Sind hier sicher noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Wir müssen zurück zum Akaduk. Ich weiß. Wo ist das Château d'Ombrage? Hier entlang. Folgt mir. Das kleine Akadukt. Tja, ich würde es lieber anders lösen. Oh, ich kann mir das wieder mitnehmen. Cool. Ich würde es wirklich lieber anders lösen. Oh nein, ich wusste es. Nur die Ruhe. Aber es geht ums Überleben. Ums nackte Überleben. Seht ihr das beleuchtete Fallgitter da drüben? Das ist unser Ausgang.
Hör zu, Amicia, du hast die Schleuder. Du gehst zuerst. Hugo, halt die Augen offen und sei leise. Ist gut. Verstanden. Und tötet die anderen. Sofort! Sie suchen immer noch nach mir. Na toll. Gut, 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 gut. Schnell, 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 schnell. Vielleicht können wir das ohne viel Lärm erledigen. Was ist da hinten? Ich kann es leider nicht so richtig sehen. Ach, da ist noch ein Typ. Hä? Hat sich was bewegt, glaube ich. Guckt. Der müsste sich halt noch verpissen. Der geht in die Richtung. Was war das für ein Geräusch? Komm, dreh dich wieder um. Nichts. Ich sollte mich beruhigen. Genau, dreh dich rum und der andere bitte auch. Ja, ja, ja. Sehr schön. Die Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen haben. So eine Explosion abschlagen. Wir klingeln jetzt nach vor. Aber wir haben den Halunken erwischt. Ein junger Dieb, der den Deruns geholfen hat. Er sitzt in der Bastion und wird verhört. Da kann er sich glücklich schätzen. Mit wem reden die da? Wüsste er nichts über den Jungen, hätte man ihn sofort zu Frischfleisch verarbeitet. Scheiße. Scheiße, scheiße. Millie. Oh, nein. Später. Shit. Ihr Bruder. Ich hab was gehört. Komme gleich wieder. Ausschau halten. Hau ab. Nichts zu berichten. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, nichts. Gar nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dreht er sich auch nochmal um? Komm, dreh dich nochmal um. Oder sieht er mich überhaupt? Na, dann muss ich ablenken. Geht gar nicht anders. Und wieder? Gehen wir nach! Denk an die toten Winkel, wie in der Ausbildung. Scheiße, 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 scheiße. Oh, da ist noch einer. Noch immer nichts. Vergesst es, zurück auf Position. Natürlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mann, sind wir sneaky. Der Hitman des Mittelalters. So,
Wie geht's jetzt weiter? Guck mal, da steht noch einer. Schaffe ich das? Mama will nur noch kurz was holen. Bin sofort wieder da. Komm, dreh dich rum. Und? Immer noch nichts? Das sind doch bloß Kinder. Wahrscheinlich verstecken sie sich irgendwo im Gebüsch. Bloß Kinder? Dafür suchen aber jede Menge Männer nach. Los, los! Ich komme ja schon. Ja, Nikolas, ganz schön zu. Nikolas hat schon Schlimmeres erlebt. Man nennt ihn nicht umsonst den roten Mönch. Nikolas? Haben wir den Namen schon mal gehört? Nikolas, der rote Mönch? Der eine Typ hieß doch ganz anders, oder? Oh, hier steht ja jemand. Shit. Wartet hier und psst. Ich warte auf dein Zeichen. Oh, sorry. Komisches Geräusch. Jo. Geh mal gucken. Was ist es? Was? Der Weg ist frei. Gehen wir. Ja. Na, das war wohl falscher Alarm. So, jetzt kein Mucks, kein Mucks. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ja, ja. Sehr schön, sehr schön. Einfach immer weitergehen, nicht umdrehen. Da! Da nichts wie raus hier. Link wie ein Fuchs. Weiter. Leise wie eine Maus. Los! Sehr freundlich von euch, eure Hoheit. Sei doch nicht so sarkastisch. So spitzzüngig. Na los, weiter. Was habt ihr mit mir vor? Vorsichtig! Da ist Lukas! Bald kommt der Karren mit neuen Vogeln. Sie werden dich in die Stadt mitnehmen. Amicia, hast du noch was von dem Devorantis? Ja, dann los! Schieß ihm den Helm vom Kopf! Ja, ganz in Ruhe. Erstmal looten. Looten geht immer vor. So, jetzt hier. Ja, habe ich ja noch was. Kann ich gleich so benutzen. Dafür werdet ihr bezahlen. Hey, ich bin so froh, euch wiederzusehen. Oh, hey, kann ich nicht mitnehmen. Du siehst nicht übel aus. Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Boom, dann sind wir zu Mellys Haus. Und sie hat viel geflucht. Das habe ich gehört. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Könnten wir das unterwegs besprechen? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlagen? Was ist denn mit dir los? Du hast recht. Gehen wir. Das Chateau sollte nicht mehr weit sein. Na dann los. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Was hat die denn für ein Problem? Wie es aussieht, habt ihr einigen Ärger gehabt. Sag bloß. Du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Was ist hier passiert? Etwa ein Unfall? Ein Karren der Inquisition. Die Ratten. Da drin ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Wie sollen wir da nur vorbeikommen? Oh, Amicia, ich habe etwas für dich. Ich habe Ignifa weiterentwickelt. Zu Luminosa. Du wirfst es mitten in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Hier, nimm. Danke. Salpeter, Alkohol und Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. Ach hier. Wirf es auf die Ratten. Hä, na wie denn?
Hä? Hä? Wie denn? Ach so, soll ich... Okay. Boah. Luminosa. Das brennt in den Augen. Das hat sie pulverisiert. Wingardio Luminosa. Wenn Ratten dich überwältigen kannst, ist das letzte Mittel. Ah, okay. Heißt... Was? Lukas, der Karren ist randvoll mit alchemistischen Zutaten. Das ist nur logisch. Die Inquisition. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Ich weiß zwar Amicia nicht, was braucht sie keine Werkstatt mehr. Diese Karren werden uns noch nützlich sein. Yes. Das sollte mir die Sache erleichtern. Nice. Jetzt habe ich meine eigene Werkstatt. Ja, Penner. Ich kann ja trotzdem noch mal gucken. Was fehlt mir denn? Ach, was soll's. Gut, alles klar. Sonst noch was? Nö. Jetzt mache ich erstmal noch so ein Dingens hier. Davon kann ich immer nur eins machen, oder? Ach nee, mir fehlt das. Ja. Mir fehlt da was. Ach ja, wie ist die Merel? Das Akadukt. Wir sind fast da. Akadukt. Na endlich. Jetzt werden wir mehr erfahren. Ich helfe dir hoch. Ja. Obwohl, so richtig übel kann ich es ihr halt auch nicht nehmen. Gehen wir das Akadukt drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Oh. Aquädukt. Aquädukt. Ja. Drei Silben. Aquädukt. Wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Also richtig weiß ich noch nicht mit dir wohin, mein Fräulein. Aber ich kann dich auch irgendwie verstehen. Du hast es wahrscheinlich auch nicht leicht im Leben. So. Gut gesehen. Ach so, ja. Drängel dich ruhig vor. Gar Komm, kein Problem. Lukas, was? Bist du am Start? Ja. Ist das alles? Hier ist nichts. Lukas, sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Und wer hat den Schlüssel? Hm. Wie wär's mit? Nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst. Tada! Wer geht zuerst? Gut gemacht. Amicia? Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist mein Mädchen. Ich bin niemandes Mädchen. Niemandes Mädchen. Ich bin nur eine Frau, deren einziges Ziel es ist, wow, zu skillen und zu looten. Wow, jo, das sieht ja wirklich ist das das Meer? Sehr schick Nein, aus. Nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Ponton. Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Oh, ist das schön. Oh, das sieht schön aus. Ja, hau mal ab. Das ist meine Aufgabe. Gut gemacht. Ja, ich muss mich irgendwie hier brauchbar machen, damit ich nicht entbehrlich bin. Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Da ist eine Kurbel. Ja, Moment. Ich habe da nur was gesehen. Lootfrau, Lootfrau. Danke. Ach, die folgt mir auch überall hin. Aber Hugo bleibt seltsamerweise dort stehen. Oh. So, warte mal kurz. Ich möchte mal gucken. Ja, diese Tropfen halt, ne?
Hier fehlt mir noch einmal auch nur der Tropfen. Hier mehreres. Aber ich habe sehr viel Werkzeug. Das beruhigt mich schon mal. So, liegt hier noch was drin? Oder habe ich das schon genommen? Ich glaube, das habe ich schon genommen. So, los geht's. Kriegst du das hin, Melli? Lukas, schlaf nicht, sondern hilf mit. Ja. Das Wasser ist grün. Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Denen muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Das war so kalt, ich musste heulen. Da hätte ich auch heulen müssen. Euer Boot wartet. Soll ich einsteigen? Ja. Ja, Hugo, steig ein. Hoffentlich können sie schwimmen. Gut festhalten. Los geht's. Warum machen die eigentlich die Arbeit? Ich hätte ja auch helfen können. Ich sehe gar keine Fische. Oh, das liegt an dem Monster. Was, ein Monster? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Gut, hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Ja, das stimmt. Jetzt ist es mal an uns zu helfen, aber vorher. Hä? Wirklich? Mann. Steine habe ich, glaube ich. Ach nee, da fehlen noch welche. Ich könnte jetzt auch einfach gehen, ne? Ich könnte mich jetzt auch einfach verpissen. Aber nein, es ist ein Geben und Nehmen. Und hier ist natürlich nur eine. Weil ich ja nur eine Person bin. Schade. Mir fehlen immer noch Dinge. Mist. So. Kommt rüber, meine Freunde. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber ein kleiner? Kann sein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. So wunderschöne Geschichten in einer Zeit wie dieser. Ihr seid dran! Wir kommen! Gut, ihr könnt loslassen! Ja, würde ich gern. Alles in Ordnung? Wir haben ihn nicht. Ich mag nur Wasser nicht so besonders. Das ist alles. Ich wollte dich nicht anlügen. Ich dachte, Amicia und Hugo sterben vielleicht und ich hatte Angst. Ich... Vergesst es. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt, abgemacht. Na gut. Worüber habt ihr gesprochen? Erwachsenen-Dinge. Wenn ich es dir los, nicht vor der Nase weglute. Du kannst alles haben, wenn ich nicht schneller bin. Verschlossen. Nicht mehr lange. Lasst mich mal vorbei. Ich hätte auch gern deinen Dietrich. In der Zeit könnte ich ja noch mal gucken, ob ich hier was herstellen kann. Eins zumindest. Und hier vielleicht auch noch mal. Hier fehlt mir wieder was. Gut. Ist ja eh egal. Na bitte. Natürlich. Die haben mir gerade noch gefehlt. Oh. Gar kein Problem. Was ist das hier für ein Ort? Das... Nein, das kann nicht sein. Das muss ich mir näher ansehen. Was ist denn... Dieses hängende Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas! Und dies da aus der anderen Richtung. Mach mal langsam. Eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melli. Während die Jungs tagträumen, gehen wir weiter. Wer hat das gebaut? Vielleicht, irgendwelche Ritter? Ich glaube nicht, dass Ritter mit Stein und Mörtel umgehen können. Aber Handwerker.
Und zwar eine ganze Menge von ihnen. Lukas! Podolski! Der Bau ist schon lange her. Aber die Ratten sind erst seit kurzem hier. Du hast recht. Mhm. Und bei dem Gedanken kriege ich Gänsehaut. Hab ich auch gerade gedacht. So alt wie das ist, so alt ist vielleicht auch genau diese Plage. Ratte in der Grube, saß da und schlief. Na los, in den Graben. Wir müssen auf die andere Seite. Gut, kommt mit. Ab nach unten. Obwohl es mir hier nicht gefällt. Absolut nicht gefällt. Kletter hoch, ich helfe dir. Also schön. Loot, 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 loot. Ich bin schneller. Ja, Stoff habe ich jetzt wieder im Überfluss. Nichts gibt es hier für mich. Würde trotzdem gern vielleicht... Kann ich hier noch was? Nee, kann nichts mehr machen. Schade. So viel zum Thema Sparen. Steine brauche ich. Oh, ja, 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 ja. Warte, erstmal hier gucken. Nee, also mache ich vielleicht erstmal... Hier hatte ich... Das reicht mir eigentlich auch noch. Ach komm, das reicht. So, Feuer. Ob wir sie irgendwie runterholen können? Gut gesehen. Expecto Patronum! Diese verdammten Ratten. So, jetzt muss das bloß jemand tun. Ja. Mit geballter Kraft. Gut, ich kümmere mich um die Tür. Hier ist kein Platz für Barbies. Ist nur Platz für echte Frauen oder Kinder. Kinder an die Macht. Ein altes Übel. Die Anlage ist sehr effizient. Ein Übel, das vielleicht älter ist als die Menschen selbst. Aber ich frage mich trotzdem, hat es vielleicht auch irgendwas... Ich gehe zuerst. Natürlich. ...mit dem Teufel zu tun? Und hier, die ganzen Mosaike. Da hat sich jemand viel Mühe gemacht. Und es scheint tatsächlich so. Was wäre das? Es würde das schon sehr lange hier stehen. So viele Fragen. So viele Fragen und so wenig Antworten. So, Leute, weiter geht's. Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Die furchtlosen vier voran. Bestimmt sind da Ratten. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs. Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Seht mal, wir haben es gefunden, das Chateau. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an.